Dann lass uns mal gucken, ob der Nikolaus auch bei dir war, Mila. Lass uns mal nach unten gehen, ja? Guck mal! Guck, der hat alle Kekse aufgegessen. Das gibt's ja, sag ich nicht. Ja. Das alle ist auch drei Kekse? Der isst immer alle Kekse. Oh. Der lässt doch nichts liegen. Warum sollte der auch? Oh. Und was ist da noch? Guck mal, hast du gesehen, was da noch ist? Oh, da steht auch was in deinem Stiefel. Gummibärchen. Was? So alles. Und guck mal, die Milch hat er auch ausgetrunken. Guck mal, das. Ui, ja. Haben wir noch so was Pepperwood? Ja, ja, kannst du reinpacken. Was ist da drin? Oh, Bernhard und Bianca, ja, das ist ein schöner Film. Das sind zwei Mäuse. Und das macht piep, piep, piep. Kleiner Vogel, kleiner Vogel. Komm mal mit dem Papa. Guck mal, Nikolaus war da und das sechste Türchen kannst du öffnen. Wo ist die sechs? Genau. So. Zieh ab. Bist du doch gerade? Ui. So. An der Krappe. Hier. Mhm. Ja, verstanden. Verstanden. Okay. Ist G, K, E, G, da. Ja, Elbe. Was ist da drin? Stelle, Stelle, E. Gryffindor-Kind. Das Gryffindor-Kind. Das passt ja. Hast den Gryffindor schon und jetzt das Gryffindor-Kind? Ja, das ist ganz klein. Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 7. Ja, wir haben gerade geguckt, ob der Nikolaus da war, ob er Milas Kekse gegessen hat, die Mila rausgestellt hat und die Milch getrunken hat. Hat er, ne? Mhm. Alle aufgegessen, Milch getrunken und hat Mila sogar ein Geschenk dagelassen und was in ihren Stiefel gepackt. Und das sechste Türchen oder das sechste Säckchen haben wir auch geöffnet. Da war das Gryffindor-Kind drin, die Toni-Figur, weil den Gryffindor hat sie ja auch schon. Und jetzt darf Mila auch gerade schon ein Plätzchen naschen. Weil gestern Abend war sie ein bisschen traurig, dass nur der Nikolaus was auf dem Teller bekommen hat. Deswegen darf sie heute an Nikolaus auch morgens schon mal ein Plätzchen naschen, ne? So. Ich wollte von dem Nikolaus ein Essen. Du wolltest vom Nikolaus ein Plätzchen essen? Ja, aber... Naschen. Naschen, ja. Oh. Aber guck mal, der muss ja jeden Abend an Nikolaus, ne, zieht der von Haus zu Haus und füllt die ganzen Stiefel der Kinder. Ne? Da braucht er zwischendurch schon mal eine Stärkung. Haben wir schon ganz gut gemacht gestern, hm? Geh nie dort in eine kleine Maus, Butterschmaus, eine kleine Maus. Butterschmaus. Du bist auch ein Butterschmaus, die kleine Maus. Komm mal her. Ich melde mich mal wieder aus der Innenstadt zurück. Irgendwie der dritte Tag in Folge, dass ich in die Innenstadt fahre. Und ich bin jetzt hier direkt am Bahnhof, denn ich habe gleich um 21:45 eine Schwangerenmassage. Das war ein Geschenk zur Babyparty. Also ich glaube, ein Stück in die Richtung. Und mal gucken, wo ich da genau hin muss. Auf jeden Fall freue ich mich richtig. Also ein richtig, richtig schönes Geschenk. Und ich glaube, eine Dreiviertelstunde werde ich da jetzt massiert. Und ja, ich werde auf jeden Fall gleich danach dann mal berichten. Und jetzt muss ich aber erstmal suchen und finden. Dreiviertelstunde Massage ist durch. Ich bin so tiefenentspannt. Das war so gut. Also sie hat erst den Rücken richtig und die Arme und dann noch eben Nacken. Und oh, ich fühle mich richtig erholt. Ich hätte hier auch noch länger liegen bleiben können. Jetzt muss ich mich hier gleich mal ein bisschen von dem Öl befreien und dann wieder anziehen. Aber ich glaube, ich werde hier nochmal herkommen. Also eben lag ich hier auf dem Rücken und vorher hatten wir dieses Teil drauf liegen, sodass ich so eine Aussparung für den Bauch hatte. Das war so entspannt, auf dem Bauch zu liegen, aber man hat es irgendwie überhaupt nicht gemerkt. Es war richtig, richtig angenehm. Also richtig toll gewesen hier. Jetzt muss ich mich aber leider anziehen und los. Kann ja leider nicht irgendwann zu Tag bleiben. Ich will ja auch noch Julian gleich eben sehen. Und das Wetter draußen ist so eklig. Es regnet und regnet und regnet.
Ja, was guckt ihr von da drüben? Ihr wundert euch bestimmt, warum ich mit der Kamera spreche. Ich bin jetzt schon länger wieder zu Hause. Julian und ich haben hier noch ein bisschen was geschafft und trinken jetzt noch einen Tee zusammen. Und es kamen gerade auch noch ein paar Pakete an. Das war noch so die zweite Lieferung von meiner Bestellung letztens. Ich hatte euch ja gezeigt, das Beistellbett kam an. Und jetzt kam noch die Matratze an. Die passende dazu. Und dazwischen liegt gerade noch das Bettlaken. Und dann habe ich auch noch was für Mila bestellt. Also ist jetzt kein Weihnachtsgeschenk, sondern einfach was Mila jetzt zur kalten Jahreszeit braucht. Wenn wir jetzt mal irgendwie nachmittags unterwegs sind mit dem Laufrad oder so. So ein Reflexionskragen, damit man sie auch gut sieht, weil um 16 Uhr ist es ja eigentlich schon schummrig. Es ist jetzt allerdings, also stand gerade auf der Verpackung für Erwachsene, obwohl in der Beschreibung für Kinder stand. Ich muss ihr das nachher mal ummachen. Wenn man das hier oben einfach so ein bisschen enger macht, vielleicht passt es dann trotzdem. Ansonsten muss ich nochmal nach einem anderen schauen. Ja. Mal gucken. Ich muss so in 10 Minuten los Miele abholen, beziehungsweise will ich vorher noch mal kurz zum Recyclinghof Pappe wegbringen, weil wir schon wieder so viel Pappe haben. Und ich will vorher aber noch mal eben eine Schale mit Süßigkeiten vorbereiten, denn heute werden wieder die Kinder späten Nachmittagabend kommen zum Nikolaus laufen. Und ich dachte bis heute, nach all den Jahren, dass es Nikolauslaufen auch in anderen Städten, Bundesländern und so weiter gibt. Also dass es immer ein bisschen unterschiedlich ist, habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe heute herausgefunden, dass Nikolauslaufen ein Bremer Brauch ist. Ich war total fasziniert über diese Info. Ja, auf jeden Fall gibt es hier bei uns Nikolauslaufen. Das habe ich schon als Kind gemacht. Ja, geht man halt nachmittags, also wenn es dunkel ist, geht man los. Und wir haben es immer gemacht. Wir sind einfach von Haus zu Haus gelaufen. Viele fahren auch einfach stumpf ins nächste Einkaufszentrum und klappern da Geschäfte ab. Und dann klingelt man halt an den Haustüren und sagt eigentlich immer irgendwie ein Gedicht auf. Oder manche singen auch, spielen Flöte oder irgendwas anderes. Manche verkleiden sich auch so ein bisschen. Also wir hatten zum Beispiel damals immer eine Weihnachtsmütze auf. Ist total niedlich. Und ja, ich will mich doch heute ein bisschen darauf vorbereiten, weil an Halloween haben ja auch schon welche bei uns hier geklingelt. Und deswegen wird es an Nikolaus eigentlich noch mehr sein. Also da ziehen die Kinder wirklich richtig los. Und deswegen habe ich heute auch noch mit Julian Süßigkeiten besorgt. Genau. Für Mila ist es, finde ich, noch ein bisschen früh selber zum Laufen. Also jetzt mit 3. Nächstes Jahr könnten wir mal überlegen, ob man mit ihr zusammen irgendwie kurz das versucht. Aber ich will ja, wenn wir laufen, dass sie dann auch selber irgendwas aufsagen kann. Und von daher, ja, wäre es jetzt dieses Jahr einfach zu früh. So, und jetzt mache ich hier die Schüssel fertig mit den Süßigkeiten. Hey, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Schüssel ist jetzt gut gefüllt mit den ganzen Süßigkeiten. Ich werde die jetzt hier schon mal hinstellen und ich wollte das schon mal vorbereiten, weil wir gleich nach der Kita kurz zu meiner Mama fahren, weil eventuell hat der Nikolaus ja auch da was gelassen. Und dann will ich es nachher fertig haben, weil, wie gesagt, es kann schon sein, dass hier auch Kinder schon um 16 Uhr oder so klingeln. Da werden wir wahrscheinlich noch nicht ganz zu Hause sein, aber dass ich es dann in jedem Fall fertig habe. Genau, und ich bin echt gespannt, wie viele Kinder kommen, weil das ist ja jetzt auch so das erste Mal Nikolaus hier im Haus. Ja, aber wir sind vorbereitet. Mila? Wer war heute bei euch im Kindergarten? Wer hat heute was im Kindergarten vorbeigebracht? Nikolaus. Der Nikolaus? Hm. Und was hat er euch gebracht? Ein Schokololli? Und was habt ihr noch bekommen? Nüsse. Und was ist das andere? Orange, weißt du das? Hm. Orange. Mandarinen, ne? Hm. Oh, toll. Die habt ihr euch... Mandarine. Die heißen Mandarinen, mein Schatz. Habt ihr euch gefreut? Oh, da hat der Nikolaus ja hier auch an dich gedacht. In der Kita war nämlich der Nikolaus auch schon, Oma. Da habe ich ein Schokolade gebracht. Ja, der Schokolade gebracht, ne? Warte, guck mal, das kannst du, glaube ich, einfach abziehen. Guck mal, mach mal so. Zieh das mal so ab. Guck mal, was der Nikolaus dir hierher gebracht hat. Was ist das denn?
bitte, Katrin. Guck mal, Eier. Und was ist das? Musst mal gleich umdrehen. Dreh mal den Karton um, dann siehst du es, glaube ich, noch besser. Das klingt richtig schön, Mila. Wie ein Glockenspiel. Ja, ne? Der Karton wird auch mit gleich eingezogen. Wir sind jetzt gerade wieder zu Hause rein und wir müssen mal eben meine Jackentasche auspacken, denn der Nikolaus war ja auch im Kindergarten und Milas Tüte ist aber gerissen. Deswegen habe ich alles einzeln in meiner Jackentasche. Ne? Die ganzen Sachen. Wollen wir die auf den Teller da packen? Ich habe noch die letzte. Da ist noch eine Mandarine in der Tasche. Aber da sind noch die kleinen Nüsse. Die kleinen Erdnüsse und die kleinen Schoko. Sind das Weihnachtsbeeren oder Weihnachtsmänner? Nee, das sind Schokobeeren. Schokobeeren. Was habe ich hier noch? Eine Menge Erdnüsse. Mila und ich wollen jetzt ein bisschen in ihrem Zimmer musizieren. Nehmen das Set mal mit. Mila hat sich jetzt erstmal, glaube ich, wieder direkt versteckt. Oh Gott, Treppe hoch, ich bin immer so kaputt. Vor allem, wenn ich darüber rede. Sauerstoffzelt. Wo ist denn nur Mila? Ach da, dich hätte ich ja fast gar nicht gesehen. Haben wir Füße aufgesteckt da. Ja. Mach ich dir gleich auf den Karton. Guck, das sind die Kartanfer und komme aus dem Wald. Okay. Komm mal so. Gleich bin ich unten. Gleich bist du unten. Genau. Aber Mila, auch wenn wir musizieren, müssen wir ein bisschen drauf achten, ob die Klingel geht. Denn es könnte jetzt sein, es wird jetzt schummrig draußen, dass schon die ersten Kinder bald kommen. Na? Und vielleicht singen die oder sagen Gedicht auf. Kann man nach draußen gucken? Ja, kannst du nach draußen gucken. Ich krieg die Rasseleier. Okay. Und was nimmt Mila? Du nimmst den Challenge. Klingt schon, finde ich, ziemlich gut. Alle, guck. Wow. Und eins, zwei, vier. Wir haben es mittlerweile 17 Uhr. Haben jetzt eben hier noch ein paar Lieder gehört und ja, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gibt es halt schon wieder Abendbrot. Und ich warte immer noch auf die ersten Kinder vom Nikolaus laufen. Bisher war kein Kind da. Ich kann es selbst gerade noch nicht so fassen. Heute ist doch der 6., oder? Heute ist doch Nikolaus. Wo bleiben die ganzen Kinder denn nur? Also, mir wäre es neu, wenn sich da in den letzten Jahren was geändert hat. Die schlafen? Meinst du, die Kinder schlafen schon? Und warum schläfst du dann noch nicht? Wollen wir mal abwarten, ne? Gucken, ob ein Kind da ist. Okay, guck mal, ob ein Kind da ist. Und, ist da jemand? Nein, keiner. Wo richtig? Wo sind die ganzen Kinder? Wo sind die ganzen Kinder? Warten wir mal ab. Und die Jungs. Und die Jungs? Wir warten ab. Die Jungs kriegen die und die. Für die Kinder, das können die mit nach Hause nehmen. Für wen meinst du? Für die Kinder. Für die Kinder? Ja. Die vom Nikolaus laufen? Okay, auch das ist ja lieb, Mila. Ja, wenn noch ja, welche kommen. Ja, und nur noch hier auf der anderen Seite Kinder von Nikolaus laufen. Da hast du drauf geschrieben? Ja, guck. Oh, ja. Sehr gut, Mila. Och, ein kleines Sticker hast du auch drauf gemacht, einen kleinen Pilz, das sieht ja süß aus. Ja, das ist lieb. Und ja, das ist süß. Und ich werde jetzt schon mal so langsam das Abendbrot vorbereiten und zwei Teller fertig machen.
Ich glaube, ich mache mir gleich noch einen Tee. Abends trinke ich auch oft noch mal einen schwarzen Tee. Irgendwie schwarzer Tee hat es mir momentan echt angetan. Ja, und dann bin ich echt gespannt, ob heute noch Nikolaus-Kinder zum Nikolauslaufen kommen. Ich wäre echt richtig enttäuscht, wenn keine kommen. Naja, mal abwarten. So, jetzt mache ich erstmal das Essen. Gestern ja erst den Kinderstreich gekauft. Heute ist die zweite Packung schon wieder zur Hälfte alle. Also wir haben nur noch jetzt die halbe Packung. Ich hätte eigentlich doch direkt ein Glas mitnehmen können, aber ich wusste jetzt nicht, wie gern Mila den noch isst. Sie isst den auf jeden Fall sehr, sehr gern. Also kann ich demnächst, glaube ich, echt nochmal ein Glas kaufen. Und das kriegt ihr auf jeden Fall online oder halt in so Bio-Supermärkten, Reformhäusern. Ja, ist von Zwergenwiese auf jeden Fall dieser Kinderstreich. Und ich mag ihn selber auch richtig, richtig gern. Der Leider im Kern schaut piep, piep. Piep, piep? Oder welchen Spruch sagen wir denn? Oder das mit dem Mäuschen? Piep, 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 Mäuschen, komm aus deinem Häuschen. Mäuschen, sag mal piep, guten Appetit. Lass dich schmecken. Mila und ich befinden uns jetzt schon im Bett. Mila hat sich ein Buch ausgesucht. Wir lesen jetzt noch ein bisschen. Mila hat sich das Bobo-Weihnachtsbuch ausgesucht. Und ich bin ganz enttäuscht, es kamen wirklich keine Kinder mehr jetzt. Also wir haben es jetzt 6:45 ungefähr. Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass ehrlich gesagt noch welche kommen. Schade drum. Ich hätte mich echt gefreut, aber so ist es halt so. Mama, ich will das ja lesen. Die Geschichte hast du rausgesucht? Welche ist das? Das ist Bobos Adventskalender. Ja, Bobos Adventskalender. Okay, dann lesen wir das jetzt und somit beende ich den Blog an dieser Stelle und sage Tschüss und bis morgen.